Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft mit dem Momo und dem Jumbo. Yay, da hinten ist irgendwie so ein komischer Schatten, der mich gerade völlig irritiert. Oh mein Gott, da fliegt was. Wo ist denn das? Aber YOLO, YOLO. Warum siehst du... Okay, da hast du sowieso manchmal Spielereien. Da ist schon wieder ein Schatten. Oh mein Gott, er kommt auf mich zu. Ich gehe lieber weg. Ich hatte auch die Shader an und du nicht. Ja, aber ich kann doch bei dir auf dem Bildschirm gucken. Ja, und? Ja, also kann ich? Ja, ob du gucken kannst, weiß ich nicht. Soll ich hier für das Fenster flache Scheiben nehmen? Welches Fenster? Dafür? Ja, mach mal. Okay, ich sperre mich gerade selber aus, aber ich wollte ja... Warte, ich muss mir das eben angucken. Wie jetzt? Wie ich mich hier ausgesperrt habe? Ja, wie du da rausspringst. Los, springen, Junge. Spring! Wow, wuhu, Geronimo! Ach ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Geht das Damenklo? Nein. Nein, geht er nicht? Vielleicht, okay. Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen Geronimo. Ich kenne auch keinen. Ja, das sieht echt cool aus. Obwohl, ich kannte mal einen. Ja? Ja, den kennst du, glaube ich, auch. Ja, doch, den müsstest du auch kennen. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wie lange ist denn das her? Wie alt waren wir da? Wie alt? Boah, das ist richtig lange her. Jünger als 10 war, dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, da waren wir jünger als 10, Mann. Dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Irgendwie ist das alles als weg. Als wärst du schon so alt, Mann. Alter Schwede. Unglaublich, aber wenn er schon unter 10 ist. Ja. Das ist jetzt schon alles weg, weißt du? Schon alles. Ja, die Drogen und der Alkohol, das hat alles zerstört. Drogen, Alkohol. Ja, das ganze Kiffen, ne? Ja, klar. Ja. Ist schon schlimm. Ja, ich weiß. Ja. Es tut mir auch leid, aber... Das glaube ich dir jetzt nicht, dass dir das leid tut. Muss halt, ne? So. Ich habe neue Scheiben gemacht, ne? Ich setze die mal hier überall ein. Okay, also ich werde jetzt erstmal das Dach an den Rändern... Obwohl ich noch nicht mal weiß, ob das so sein soll, aber egal. Ränder fertig machen. Danke, dass du mir dazwischen quatscht, Herr Momo. Finde ich immer wieder sehr nett. Aber ich kann das ja auch. Ich quatsche ja auch immer wieder dazwischen. Ha, immer wieder. Man möchte sich ja immer wieder mitteilen. Immer wieder seltener quatschst du mir dazwischen. Ach ja, ich habe ja Holz geholt. Hast du? Ja, klar. Und wie viel ich geholt habe, Alter. Das ist ja richtig geil. Oh. Ah, ich muss schon wieder... Also warum muss eigentlich der Crafting Table da unten sein? Wo bist denn du eigentlich? Ich bin oben auf dem Dach. Kommst du mal runter? Ja, ich bin unten. Ah, hier. Ich hätte gern meine Behutsamkeitsspitzhacke. Okay, hier. Ja. Bitte sehr. Danke. Bedienen Sie sich. Hab ich. Gut. Ich hab sie. Gut, ist mein Eigentum. Warte, das sind 3, ne? Also 1, 2, 3. Lalalalala. Hat's gerade geklingelt? Nee, ne? Was, wo geklingelt? Bei uns. Ich hab nichts gehört. Ich auch nicht. Warum fragst du dann? Nein, ich meine, ich hatte irgendwie gerade so eine Eingebung. Ich weiß auch nicht. Hä? Ich weiß auch nicht. Soll ich mal gucken gehen oder was? Nee, also auf jeden Fall, es kommt noch was. Also ja, wir erwarten ja noch Post. Genau, wir erwarten noch Post. Also jetzt mach hier kein Spückes mit, es hat geklingelt. Weil dann müsste ich aufstehen. Oh! Und du könntest ja auch aufstehen. Dann müsste er aufstehen. Du könntest auch aufstehen, aber ich weiß nicht, ob wir es so weit kommen lassen müssen. So. Ich mache mir jetzt gerade mal wieder schön frische Treppen. Hast du Eichenholz geholt? Hallo, Junge? Ja, habe ich. Hast du auch Schwarzeichenholz? Nein. Warum hast du kein Schwarzeichenholz? Siehst du aus? Ja, du siehst so aus. Aber schön machst du das hier. Danke. Nein, die Scheibe ist rausgefallen. Dann stirb im Wasser, du Scheibe. Okay. Ja, wenn sie rausfällt. Ja, Drecksscheibe. Drecksmistvieh. Oh. La 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 la. Ich mache dann währenddessen la la la. Ich mache den Dach fertig. Aber das hatte ich ja schon so oft in der letzten Folge gesagt. Dann werde ich das jetzt mal nicht so oft sagen. So. Wow, das sieht echt schön aus. Also die der Aufblick ist echt cool, aber leider ist er noch nicht fertig. Nee, wir haben also... Es wird absolut nicht so bleiben. Da, den Steg kannst du mal auf der anderen Seite, wenn du Bock drauf hast, auf der anderen Seite verlängern. Bis jetzt bin ich zufrieden. Ja, ich habe sowieso noch ein paar Sachen vorgehabt. Achso, also kannst du das jetzt noch nicht machen? Ja, doch. Doch? Kannst du das machen? Das wäre nämlich gegen... Falls du noch Glas oder sowas brauchst, in der Kiste ist Glas und 2 Türen. Okay, ja, das klingt schon mal super. Warte 3 Crafting Table und 3 Kisten sind auch noch da. Komm her, Penner. Ey, du Penner.
Und ein bisschen, Dreckiger Dan! Ich bin nicht der dreckige Dan! Warte mal, was? Bleib doch mal da stehen. Bleib da stehen. Hier, in der Kiste. Pass auf. In der Kiste ist Zeug drin. Und Eichenholz hast du, ne? Ja, oder brauchst du. Ja, du kannst einen 64er haben, hier. Was? Oh, cool. Also, falls du ihn brauchst. Ja, bestimmt brauche ich den. Ich weiß es noch nicht wofür, aber ich werde ihn bestimmt brauchen. Brauchst du die Erdblöcke hier noch? Ansonsten mache ich die nämlich weg. Ja, ich brauche die noch. Lass sie bitte noch dran. Dann lass ich noch da. Oh, das ach, wird Mist, wieder mal nicht hin. Zäune. Was, Zäune? Ja, ich habe dir doch Zäune gegeben, du Eierkopf. In die Kiste. Echt? Ja, dreckiger Dan, ich habe dir, 26 Spitzkopf Stück, Larry. Dreckiger Dan, der Spitzkopf Larry ist in the town. Ach, das war eine coole Folge, ne? Oh, ja. Mann. SpongeBob ist sowieso die beste Serie, die es jemals gab. Ja, gibt es ja immer noch. Ja. Aber schon lange nicht mehr geguckt. Selbst heute gucke ich die noch gerne. Ja. Aber wo du so alt bist, ne? Ja, klar. Nein, ich glaube, das ist eine der Serien, die man sich, glaube ich, in absolut jedem Alter anschauen kann. Die ist einfach immer wieder witzig. Ja, ja, das stimmt. Das ist so hirnverbrannt. Vor allem Patrick, das ist irgendwie der Beste. Patrick und SpongeBob zusammen, die sind einfach die Kings. Das Dream Team, ne? Ja. Ah, da kommt ja jetzt... Verdammte Kacke nochmal. Also wenn ich die mit uns vergleichen würde, bin ich SpongeBob und du bist Patrick. Ja, danke. Ich bin die Olenus. Du bist hier die Olenus. Obwohl, SpongeBob, ja. Du bist Spitzkopf Larry. Spitzkopf Larry. Spitzkopf Larry. Und ich bin der dreckige Dan. Halt doch mal die Klappe. Ich wollte irgendwas sagen. Verdammt, jetzt habe ich es vergessen, weil du die ganze Zeit irgendwas. Spitzkopf Larry. Ja, Spitzkopf Larry. Möchtest du noch mal ein identisches Haus auf die andere Seite bauen? Film. Es kommt ein neuer Film. Ja? Ja, ein neuer Film. Dann informiere mich und die Zuschauer bitte über diesen Film. Ja, ich weiß nur, dass ein neuer Film kommt. Achso, du weißt nicht welcher. Nein, der neue SpongeBob. Es kommt ein neuer SpongeBob-Film. Ach, das wollte ich doch sagen. Ja. Neuer SpongeBob. Ein neues Abenteuer. So, was? Du erweiterst jetzt. Oh, ist schon wieder leer. Ich glaube nicht. Ich muss tauchen. Tut mich, sorry. Ja, geh mal tauchen. Okay, ich komme wieder hoch. Ich habe genug hier taucht. Okay. Ich bin schon sauber. Sauber ist sowieso nicht gut. Duschen und baden. So, 1, 2. Hä? Oh. 3. Oh, lalalala. Nein, also, im Wasser bauen, ne? Im Wasser bauen ist echt schwer. Oh, wie geil das jetzt aussieht. Warte, ich muss nochmal. Neuer Screenshot. Ja, neuer Screenshot, mach mal. Ja, ich muss nochmal auf diesen Balken. Das sieht jetzt mit dem Mondschein. Nein, mit dem Nine-Cat-Schein sieht das noch viel besser aus. Nine-Cat. Ja, so heißt das Vier. Sogar mit dir auf dem Bild, cool. Was? Ich bin auch da. Oh, cool. Du bist auch auf dem Bild. Ich bin auch im Bild. Ja, ja, ich bin auf dem Bild. So. Ba, 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 ba. Ah, du hast jetzt, warum hast du den Weg? Was machst du da? Ich mach nichts. Nee, was machst du da jetzt? Ohne Kack jetzt. Ach, du musst hier einmal so rum, oder was? Ja, ich mache eine Abzweigung, weil dahinter kann ja noch ein Haus stehen. Und man muss nicht unbedingt durch das Haus durchgehen, um dahin zu kommen, finde ich. Das ist ein bisschen kacke, weil... Nee, muss man auch nicht. Wenn du jetzt auch nicht, das ist eine gute Idee. Wenn du jetzt zu irgendeinem Freund möchtest und der wohnt hinter einem anderen Haus, dann gehst du ja auch nicht durch das Haus der Nachbarn, durch die Wohnung einmal durch. Ja, hallo, ich geh mal zum Hans. Also, manchmal mache ich das schon. Ja, bei dir weiß man nie, aber... Ja, ich gehe überall durch. Der Junge macht einfach. Der zieht sich auch die Unterhosen über den Kopf. Ja, genau, das mache ich. Jeden Tag. So einer ist das. Das ist ein geiles Gefühl. Und dann laufe ich nackt durch die Straßen. Das hättest du jetzt lieber besser nicht gesagt. Nee, hätte ich besser nicht? Okay. Habt ihr nicht gehabt. Das hättest du jetzt lieber besser nicht gesagt. Cool. Ja, ja, ja. Nein, hast du das? Das habe ich gerade gesagt. Das klingt irgendwie unlogisch. Übrigens unlogisch. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ja, bitte erzähl mal was. Erzähl uns. Du kennst doch sicherlich das Wort oft. Ja, oft kenne ich. Ach so, ja, ist so ein kleiner Deutschprofessor, muss man sagen. Ja, bitte erzähl. Und das oft wird ja dann... Das Wort wird dann gesteigert. Als öfters. Und hat dann die Bedeutung oft, öfter, oftmals, am öftesten. Soweit ist das richtig. Aber es gibt Menschen, die nicht öfter, sondern öfters sagen. Die hängen da ein S dran. Ja. Da kriege ich dann immer Krätze, weil dieses Wort gibt es nicht. Ja, und vor allem, das sagt absolut jeder Mensch. Das hat sich schon so etabliert. Das geht nicht. Ja, im Fernsehen habe ich das auch schon gesehen. Ja, so ein studierter Mann sagt das. Ja, genau. So ein Arzt war das, glaube ich. Ja, ne? Genau, der hat ein öfters Arzt, gesagt. Der hat öfters gesagt. Unglaublich. Aber ich sag das auch manchmal. Ja, ich sag ich das weiß nie, nicht, weil das gibt's einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Man kommt ja immer, wenn man irgendwas sagt,
mir von mehreren Sachen spricht. Da kommt man in eine Bedrulle, ne? Ja, wenn man. Nein, nein, warte. Kennst du das? Ja, ja, ich kenne das. Warte doch. Das ist doch hier. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuschauer auch gesehen haben, aber das ist ja. Wir gucken doch uralt Fernsehen. Hallo? Jetzt, ja. Jetzt bin ich wieder schon wieder ganz. Wir haben auch einen Röhrenfernseher. Was ich eigentlich erzählen wollte. Genau. Mit Schwarz-Weiß. Also, warum sagt man öfters? Öfters sagt man irgendwie. Ja, weil man immer halt so an alles, was man irgendwie sagt. Ja, die meisten Steigerungen. Genau, danke, da fehlt werden halt mit einem S hinten dran gebildet. Ja, genau. Oder Plural. Der wird ja oft mit einem S hinten dran gebildet. Ja, und dann kommt man irgendwie auf die Idee. Vor allem im Englischen, da wird das ja am häufigsten gemacht. Ja, he, she, it, der S muss fit. Das S muss. Der S muss mit. Wenn der, der S nicht isst, dann. Der S muss mit. Ist es kacke. Ich habe kein Schwarzeichenholz mehr, das ist ja super. Also bis jetzt bin ich zufrieden, muss ich sagen. Ja, das gefällt mir auch hier soweit. Aber der, das ist ja wohl mal hier die Höhe, glaube ich. Ah, soll ich ihn mal runterkicken? Nee, bitte. Nee, nicht. Soll ich nicht auch mal noch. Das wäre jetzt witzig gewesen. Ja, bestimmt. Für dich. Für mich, ja. Für dich nicht, aber macht ja nichts. Hab ich wenigstens mal was zu lachen. So. Yeah. Jetzt schwimm da hoch, du Dödelkopf. So. Du Dödelkopf? Ey, du Dödelkopf. Ja, okay, jetzt reiß aber hier immer. Ja, ja. Ja, ich muss nicht. Ja, bitte? Das ist doch ziemlich geil, wenn dann hier so eine Wasserrinne dazwischen im Haus ist, oder? Ja, das finde ich auch gut. Das gefällt mir. Das gibt dem Ganzen so ein gewisses Feeling. Bleib mal da stehen. Ja. Warte, ich stelle mich extra wieder dahin. Ja, du musst so, jetzt stehe ich einfach. Du musst jetzt wieder das, was du mir vorhin gezeigt hast, mit dieser Wasserrinne. Hä? Ja, da musst du dich hinstellen. Jetzt pass auf. Ach lol, jetzt kommt er da raus. Hallo. Der weiße Hai. Hallo. Nein. Der weiße Hai. Ach komm, so schlimm sind weiße Haie jetzt auch nicht. Nee. Ja, die werden auch. Haie werden ja auch immer als sehr schlimm dargestellt, vor allem im Fernsehen oder in Filmen. Ja, im Film. Aber dabei sind die gar nicht so schlimm. Und die werden da hier. Der und genau deswegen Hai, der werden Film? Die ja häufig auch getötet und gejagt. Ja, dabei sind es eigentlich recht friedliche Tierchen. Ja, recht friedliche. Es stimmt schon, dass sie mal noch ein Raubtier, das darf man nicht vergessen. Ja, natürlich. Es stimmt schon, dass sie den ein oder anderen Surfer mal angreifen. Aber ja, das ist oftmals, weil sie den mit einer Robbe verwechseln. Ja, genau. Und die töten den ja nicht, wenn überhaupt mit Absicht. Die beißen ja einmal rein und verschlingen ihn nicht. Davon habe ich noch nie was gehört, dass ein Hai einen Menschen verschlungen hat. Nee, wenn, dann hat derjenige einen Arm weniger oder ein Bein. Oder ein Bein, ja. Schmeckt nicht. Menschen sind ekelhaft. Ja, wir schmecken nicht. Also ich verstehe auch Kannibalen nicht. Also ja, wir schmecken noch nicht. Also man muss dazu sagen, wir haben schon Menschenfleisch probiert. Nein, aber du vielleicht. Ich nicht. Nee, ich nicht. Das war nur ein Scherz. Auf jeden Fall habe ich das schon gesehen, dass Taucher mit dem Hai schwimmen, sich an seiner Rückenflosse festhalten und damit schwimmen. Und das geht auch nicht mit jedem Hai, es kommt immer auf den Hai-Typen an. Genauso wie Menschen. Einige. Jetzt fällt mir kein geeignetes Beispiel an, aber. Die Haie sind ja auch nicht alle gleich. Die haben halt individuell einen eigenen Willen. Ne? Aber schon cool, ja. So, super, jetzt sind mir die Zäune ausgegangen. Also ich muss schon sagen, sieht schon echt cool hier aus. Also dieses Projekt wird. Also Eigenlob stinkt zwar, ne, aber... Ja, jetzt stinkst du. Also zum Glück könnt ihr das hier nicht riechen. Du hast die Türme gebaut, nicht ich, also darf ich das loben. Okay, das darfst du loben. Ja. Alles andere verbiete ich dir. Du hast nicht zufällig noch ein paar Zäune oder so? Sieht schlecht aus. Boah, die verschlingen aber auch unglaublich viel Holz, diese Mistdinger. Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal Holz holen gehen. Holz holen? Mhm. Ja. Ich verschönere das Ganze hier mal eben. Hier aber innen. Jetzt, bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich leuchte das mal eben hier an allen Ecken ein wenig aus. Ja, mach mal. Das waren alle Ecken. Hopp. Warte, hier Hopp. Ist ja noch eine Ecke. Zack. Nein, ja, das ist doch unglaublich. So. Oh, Mann. Yeah. Ich verstehe das nicht. Manche Treppen wollen irgendwie nicht so wirklich, ne? Die wollen mich richtig veräppeln. Okay, ja, ich hab's hingekriegt. Ganz witzig, dass sie dich dann. Ich hab ein bisschen was verändert. Oh, ja. Ich hab hier mein Handy so hingelegt, dass wir beide das sehen können. 14:47 und meins sagt 14:48, 49, ja. 50. Wow, die sind wieder perfekt synchron, ne? Ja, warte, geil, ich ne? Leg meins mal daneben.
Warum? Weil die jetzt so synchron sind. Zieht er das rein? Und? Ach, jetzt dreht es Attacke! Das. Oh, ah, da ist er. Hey, du hast mich angegriffen. Ja, natürlich, du hast ganz sicher. Guck mal, siehst du, wie synchron die gerade sind? Wow, total synchron. Ja, also leider kann der Zuschauer das jetzt nicht sehen, aber die Handys das, sind einfach... Das macht nichts. Extra perfekt synchronisiert. Auf die Millisekunde genau. Oh nein. Schon wieder verbaut. Ja, macht nichts. Und hoppe da. Hoppe da. Ach cool, jetzt kackt sie hier raus. Jetzt guckt man hier aus dem Fenster und dann sieht man wundervoll, und dann den, wenn da so Leute hergehen und dann, ey du Spacko, geh vor meinem Weg. du Spacken. Weg runter vor meinem Weg, du Pissgesicht, was? ich wollte mich mal benehmen. Ja, dafür hast du ja du mich. Opfer! Du Scheißopfer. Ja, genau. Warte. Ja. Okay, ich habe hier noch ein bisschen so Streben. Guck mal oben an die Decke. Jetzt an die Decke gucken. Bei mir oder nein, bei dir? Bei dir. Schön, ne? Ja. Er hat es gar nicht gesehen. Aber ach, da nicht. Die Ecken. Ja, er hat es gesehen. Wunderbar. Na klar sehe ich das. Hallo? Junge, das habe ich doch gebaut. Jetzt hast du so eine Ecke. Dann hast du die Ecken dahin gesetzt. Das fällt mir sofort auf. Ja, tut mir leid. Okay, ja, das ist super. Das finde ich doch schön, dass dir das auffällt. Ach ja, ich habe ja immer noch kein Eichenholz. Sieht cool aus. Wirkt stabiler. Wo war denn das nochmal? Ich gehe mal eben in den Schwarzeichenwald, ne? Okay. So. Bring aber bitte sehr viel Holz mit. Sehr viel Schwarzeichenholz? Ja, Schwarzeichenholz. Bring einfach Holz mit. So viel, okay, wie du sammeln kannst. Ja, der Jomo geht jetzt Holz sammeln. Aber hast du hier den Baum hingepflanzt? Welchen? Den da. Der stand doch vorher gar nicht da, oder sehe ich das jetzt total falsch? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe meinen Wegpunkt auch woanders gesetzt als du. Aber deswegen... der gefällt mir so gut, deswegen mache ich den mal nicht weg. Alter. Ach, das ist ein Vogel. Patsch gegen den Baum, ey. Bist du doof, du Vogel? Piep, 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 piep. Du dummes Vieh. Warte mal, ich hab was im Hintergrund gehört. Oh, oh. Und zwar? Ich weiß es nicht. Kommt der Postbote? Es kann sein. Ja, dann gehen wir schicken unseren Hund los und der killt dann den Postboten. Wir haben keinen Obwohl Hund. Unser Postbote ist ein netter Postbote. Ja, ich habe leider nicht so oft mit ihm zu tun. Ja, du gehst ja nicht so oft runter, ne? Überhaupt verlasse ich nie das Haus. Ja. Was ist denn Sonnenlicht, bitte? Ekelhaft. Ja, als Gamer macht man sowas nicht. Ne. Selbst nachts laufe ich mit Sonnenbrille rum. Ja, genau. Ja, das sind diese super coolen Menschen, jetzt, die dann jetzt auch übertreibst du, ne? Diese super coolen also Menschen, die selbst nachts mit Sonnenbrille rumlaufen. Ja. Einfach nur, weil es cool ist. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber okay. Echt nicht? Nein, habe ich noch nicht. Boah, finde ich so ätzend. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Ja, mit Sonnenbrille nachts rumlaufen? Ja, geht's wirklich. Sieht man noch weniger und dann wird es noch gruseliger. Ja, das ist schon geil. Stimmt, das ist für das epische Feeling. Ja, genau, das epische Feeling. Wie, als wäre es ja nicht gruselig genug, ne? Im Dunkeln draußen. Ja, du hast recht. Es ist schon... ist schon heftig so. Ein bisschen, ne? Ich hab ein bisschen Schwarzeichenholz, 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 Schwarz, Schwarzeichenholz. Und hier zwitschern so schön die Vögel, ne? Zwitscher, okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Kann man eigentlich... Ich hab die ganze Zeit überlegt, weil das... Wir haben ja mal vorgehabt, was in der Nether zu bauen, ne? Was denn? Oh. In dem Nether. Ja, was wollen wir denn da? Ah, ja, stimmt. Ja, was bauen. Aber was mich etwas daran stört im Nether ist, dass er so eintönig ist. Ja, das ist und ich hatte überlegt, kann man da vielleicht tot Bäume pflanzen? Wenn du Erde mitbringst, bestimmt. Weiß ich nicht, habe ich noch nie... Das ist eine gute Frage. Das müsste doch rein theoretisch müsste das doch gehen, oder ja, nicht? Theorie und Praxis sind ja mal zwei Paar. Ja, das stimmt schon, aber das müssen wir doch das könnten wir doch in der nächsten Folge ausprobieren. Ob man, wir gehen dann der Frage nach, ob man im Nether Bäume pflanzen kann. Ja, das ist eine ziemlich geile Idee. Außer es kommt jetzt einer unserer Zuschauer, nein, das geht nicht, ich hab's schon ausprobiert. Dann bringt dann sagen wir, Pech, wir probieren es trotzdem. Jetzt trotzdem. Ja, genau, das wäre total sinnig, das trotzdem auszuprobieren, wobei wir dann wissen, dass es dann nicht funktioniert. Aha. Ja, das wäre doch... So, ich habe jetzt ein bisschen Schwarzeichenholz. Ey, los, komm da runter jetzt! Okay, will nicht. Kommen keine Setzlinge, ey. Was ich auch geil finde hier, der Generator von Minecraft setzt die Schwarzeichenbäume irgendwie ganz komisch.
Ja, warum? Ja, die fliegen immer so komisch. Die hängen immer einseitig irgendwo. Ja. Ja, weil die haben halt so einen Viererstamm. Ja, und dann passt das alles nicht. Ich glaube, da hat der dann einfach Probleme mit. Ja, keine Ahnung. Der ist halt aber ein bisschen bescheuert. Es ist witzig. Es lohnt dann sich wenigstens die Bäume abzunehmen, die sowieso bescheuert aussehen. abzureißen. Ja, zum Glück bringt so ein Schwarzeichenbaum jede Menge Holz. Ja, richtig viel Holz. Das ist richtig krass. Also man braucht davon nicht viele abbauen, wenn man ein bisschen Holz braucht. Nee, braucht man nicht. Man ist mit einem Baum echt ganz schön beschäftigt. Ist mal schon bedient. Ja, richtig bedient. So, da kommt man schön mit dem Boot runterher. Meinst du das okay? Oder ein bisschen höher? Oh, ja. Fahr mal. Ich schwimme. Okay. Ja, das haut hin. Ja, das haut hin, aber das sieht ziemlich klein aus. Ja, das ist ein bisschen klein. Ja, ist okay. Ah, ich hab... Ach klar, Idee. Ich reiß die ganze Brücke nochmal ab. Okay, reiß nochmal ab. Der Momo reißt die Brücke ab. Was hältst du davon, wenn wir jetzt eine Pause machen? Richtig, wir machen eine Pause. Sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wo wir das dann eventuell ausprobieren werden, ob man im Nether Bäume pflanzen kann. Das wäre nämlich super geil, wenn man das machen könnte. Kann man bestimmt machen. Ja, bestimmt. Okay, dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen. Richtig, und hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und